Im Hinspiel sind wir kein Stück schlauer geworden. Deswegen jetzt das Rückspiel. Dynamo Kiew, Shakhtar Donetsk. Es geht um einen unfassbar großen Erfolg für mich, für alle. Den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Wir haben uns nicht schlecht geschlagen in Charkow, nenne ich es mal. Weil die wollen immer noch wieder sagen, dass es die Donbass-Arena ist, was logisch, was überhaupt absolut unlogisch ist. So, die Stätte des vergangenen Champions League-Finals, nehme ich mal an, zumindest, dass es das ist. Gesamtergebnis 0-0. Das heißt praktisch, mit jedem Tor, das Shakhtar schießt, müssen wir zwei schießen. Oder müssen wir doppelt so viele Tore schießen. Ich weiß nicht. Zwar ist die Torwartleistung von unserem Torwart insgesamt gut, aber ich finde viel zu sehr, dass die Torwarte in FIFA 19 nicht so auf das Fangen von Bällen spezialisiert sind. Auf geht's. Es geht immer noch viel zu leicht mit der Ballabnahme. Komm, kriegen wir hier unsere erste Verlängerung. Das wäre auch interessant, auch wenn es mich tierisch ankotzen würde. Okay, diesmal hat er den Ball gefallen, Boyko. Ich möchte ihm keinen weiteren Vorwurf machen. Elfmeterschießen wäre für mich übrigens auch die Hölle. Also dementsprechend, wenn wir es in 90 Minuten entscheiden könnten, bin ich mehr als nur zufrieden. Ah. Die erste kleinere Annäherung war das gerade. Nichts Besonderes. Und das war der erste Angriff. Was war denn das? Ich habe gedacht, der fliegt daneben wegen der Reaktion des Torwarts. Aber der Torwart hat absolut gar nichts gemacht. Also, 1-0 Führung. Trotzdem, wenn Schaktor einschießt, müssen wir bibbern. Der schaut einfach nur zu, wie der Ball fliegt. Das ist doch genial. Der, was er da großartig machen könnte. Ich weiß, ich träume mal wieder viel zu wenig, aber es sind Leute nebenan, die wollen nicht denken, dass hier ein Verrückter lebt. Also, aktuell wir im Halbfinale. Hey, es ist. Das wird der absolute Wahnsinn. Ausgerechnet mit Dynamo Kiew, eine Mannschaft. Und ich kaufe mir von denen ein Trikot, wenn das so weitergeht. Okay, was war das? Das war nahe am Foul. Und dadurch ist schon mal eins klar. Verlängerung, goodbye. Oh, verdammt, das wäre so eine offensichtliche Chance zum 2-0 gewesen. Ja, so. Hey, wir müssen konzentriert bleiben, Leute. Ich will, das will ich jetzt. Jetzt bin ich so richtig angefuchst, ins Halbfinale zu kommen. Das wäre, Leute. Das Bollwerk aus Donbass, aus dem Donbass ist unberechenbar. Oh, schade. Aber nicht, dass wir in der zweiten Halbzeit von der Leistung her einbrechen. Das wäre doch wirklich doppelt schade. Das wäre schade, Schokolade.
Nein! Aber wenigstens ein Eckball. Komm, jetzt machen wir das 2-0. Komm. Wie schon gegen Manchester City, komm. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Puh, wir stehen mit mehr als einem Bein im Halbfinale der Champions League. Oh mein Gott. Wow. Also, wow. Was für ein Schuss. Torwart hatte keine Chance, so wie er geflogen ist. Und Tor, ich weiß gar nicht, was genau dasselbe. Ne, es waren andere. Sehr gut. 2-0 liegen wir vorne. Jetzt müssen sie zwei Tore schießen. Aber jetzt geht es erstmal in die Pause. Oh Leute. Jetzt gilt nur noch verteidigen. Verteidigen, möglicherweise das dritte schießen, dann sind sie raus. Oh Mann. Also, jetzt auf! Dynamo Kiew. Ich halte es nicht für möglich. Das kann sich jetzt hierbei nur noch um den größten Countdown ever halten. Handeln, nicht halten. Es ist entschieden. Es ist entschieden, die kommen nicht mehr. Die kommen nicht mehr. Einen Haken kann man jetzt hintersetzen, ich glaube es nicht. Wirklich drei super geschossene Tore. Von drei verschiedenen Torschützen. Also wird das Let's Play um ein Wochenende weiter verlängert. Ich meine, es kann jetzt eh nur noch maximal 2 Wochenenden geben. Aber so konnte ich es wenigstens schön verlängern. Ich meine, manche Leute haben echt gedacht, ich komme nicht über das Achtelfinale hinaus. Und jetzt geht es ins verdammte Halbfinale. Unter die besten 4 Mannschaften geht es jetzt. So ein etwas dümmerer Einwurf, ich weiß es nicht. Ich wechsle jetzt einfach mal ein paar Leute hiervon aus oder ja, gut. Einer reicht erstmal. Meine, was will Dynamo, was will Shakhtar Donetsk jetzt noch Großartiges tun? Jetzt müssen sie eigentlich noch mehr öffnen. Noch mehr auf Risiko gehen. Und das eröffnet uns neue Möglichkeiten. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, wie wir die jetzt gerade abzocken. Im besten. Ja, so wie wir. Das ist praktisch vergleichbar mit Zagreb Porto. Nur, dass wir dieses Mal die bessere Mannschaft sind. Vier verschiedene Torschützen. Kantersieg, Kantersieg. Hätte ich nie im Leben gedacht, dass das wahr wird.
Wäre aber so oder so abseits gewesen. Dementsprechend, ja, müssen wir uns damit halt begnügen. Die kommen aber auch wirklich nicht mehr durch. Also ehrlich, du, dann können wir uns wirklich zu Grund und Boden schämen, dass wir mit Celtic ausgeschieden sind. Weil mit Rosenborg verloren, ja, das geht. Das ist durchaus machbar gewesen für Donetsk, aber mit Celtic hätten wir es eigentlich. Es ist traurig. Jetzt bloß noch kein Tor fangen, weil ich möchte ja zu Null spielen. Das wäre noch so mein Lebenstraum. Ja, schick mal den Ball komplett zurück zum Kollegen. Das war's! Gewonnen! Und im Halbfinale. Es ist nicht zu glauben. Wir kriegen nochmal zwei Spiele. Auch an der Statistik her. Wobei, die haben ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt. Und FC Bayern Real Madrid, ich glaube, jetzt ist Ding. Ja, Real Madrid ist weiter. Barcelona spielt noch gegen PSG und Atletico Madrid. Porto ging so aus zur nächsten Partie. So, dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt zugelost bekommen. Jetzt gibt es eigentlich nur noch Knaller. Jetzt ist eigentlich jede Karnevalsmannschaft vermeintlich raus. Porto. Oh, ja, da kriegen wir unsere nächste Revanche. Geil. Also, Halbfinale. Ich bin immer noch erstaunt, dass ich es jetzt sagen kann. Wer hat es eigentlich sonst noch so geschafft? Also Real Madrid und Real Madrid gegen Barcelona und Real Madrid hat das Hinspiel schon gewonnen. Also. Geht es dann wahrscheinlich, wenn wir Porto knacken gegen Real Madrid? Aber das erst im nächsten Part, Leute. Ich muss mich jetzt erstmal nochmal einfangen. Es ist der absolute Wahnsinn, dass wir das noch geschafft haben. Oder dass wir das geschafft haben und auch noch so souverän. Bis zum Halbfinale. Ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran: Freundschaft ist Magie.